Ich stehe gerade vom Cinemax am Dammtor. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann im Hintergrund. Ich warte auf Zero. Es ist schon 20 vor jetzt, 20.40 Uhr. Der Film, den wir gucken wollen, Transformers, hat vor 10 Minuten angefangen, beziehungsweise die Werbung. Das heißt, es dauert ja immer ein bisschen. Und jetzt muss er mal schnell an den Laden kommen, denn ich bin ein bisschen gehypt und will wissen, wie der Film ist. Der vorige Teil war so, nicht so geil. Also war natürlich nice, aber jetzt nicht so oberkrass. Und ich will ihn jetzt gucken unbedingt. Und dann kriegt er von mir ein kleines Feedback, wie der Film war. Also sehr hart, Alter. Mach hin, Mann. Da kommt er doch schon. Da ist die Sau. Okay, nice. Jetzt müssen wir uns nur noch verhalten. Denn wir wollen den Film nicht verpassen! So. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ey, wir müssen uns echt bunt. Digga, wir müssen uns beeilen, Mann. Es geht ab, aber. Alles normal? Bei dir? Ja, Mann. Du musst mal kurz halten, die Kamera. Halt die Kamera. Also, ich bin ein bisschen Energiesparmodus wegen der Arbeit, aber also, innerlich bin ich geil. Komm, lass reingehen. Der Typ, Alter, ey. Ich komm da zu spät zum Kino, ey. Du bist ein Pimmel, weißt du das? Okay, wir sind drin. Jetzt haben wir noch die Brillen. Sehat muss natürlich just in dem Moment auf Toilette, ist ja klar. Ihr zögert das einfach komplett raus. Ich hoffe, wir gehen rein und der Film fängt dann in dem Moment an. Beziehungsweise hat noch nicht angefangen, also mach hin, Sehat, Alter. Diese Brillen, ne? Boah, Alter, ich krieg sie nicht auf. CIA Miami. Ist so, ne? Ist das Horatio, wo waren sie gestern? Zwischen 22 und 23 Uhr. Okay, der Film geht los, Leute. Zeig mal, wie du dich hinlegen kannst. Was ist 20 oder 30? Wir haben es hier mit du hast dich gerade fast ins Auge gepiekst, ne? Und wie hat er dir gefallen? Digga, das war eigentlich nur Explosion. Das war eine ganze Also ich hab das schon mal gesagt, ich fand den nicht scheiße. Der war aber schwach. Aber im Gegensatz, also ja, er war schwach. Ja. So. Er war einfach anders. So. Und jetzt finde ich, ist das auch nicht gerade irgendwie. Also der neue Teil ist so. Irgendwie nur noch so alienmäßig. Ja, die ganze Welt ist so komplett in irgendeinem ganz anderen Zeitalter. Die leben, also ich will auch irgendwie nicht spoilern, so, aber es ist irgendwie gefühlt eine komplett andere Alien-Story. So. Ich sag mal so, ey, die Visual Effects in dem Film sind super. Das also ist halt Michael Bay, geil. Ne? Ja, also jedes zweite Frame hat irgendwie 8 Millionen Lens-Flares und sowas. Ne? Ja. Das ist irgendwie so Michael Bay-Ding. Effektmäßig geil, also knallt richtig. Die Sounds sind auch richtig fett, ey, das muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns kurz reinchillen, Alter. Ja. Der pfeift dich an, der Typ, Mann. Ja, pfeift dir. Ich glaube, der steht auf dich, Digga. Volle Kraft voraus! Lichtgeschwindigkeit. Also, wie gesagt, ich fand das gut. Ist aber Popcorn-Kino, also wirklich Hirn aus. Ja. Es gibt nichts, was man nicht hätte erahnen können von der Story her, so wenn man den Film guckt. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, aber... Nee, also ich habe ja gesagt, es wirkt so, als ob die einfach so ganz zusammengewürfelt ein Drehbuch hatten und einfach Szene für Szene reingeworfen haben. So. Irgendwie waren so schöne Bilder halt, ne? Ja, belanglos. Ja. Einfach jetzt mal ein bisschen das kleine Mädchen abzeigen, ja, aber es sah geil aus. Ja, aber auch mit diesem... ich meine, guckt euch das gerne an, wenn ihr Fans von sowas seid. Wie gesagt, ich habe damit kein Problem, mein Gehirn auszuschalten und zu sagen, so geil, ey, das knallt jetzt. Und, ja, aber guck mal, von Teil 1 bis 3, ja, da konntest halt du es irgendwie noch so storymäßig alles akzeptieren, ja, aber das liegt daran, alles Mögliche. Das liegt daran, dass halt Transformers 1 und 2, also vor allem 1, klar, die so unter der Erde mitgelebt haben, unter den Menschen sich versteckt haben und so, weißt du, das war alles so ein bisschen... Und jetzt ist oh, das kommt raus, ja, ja. Oh, fuck, so, weißt du, die Menschheit... kommt damit nicht klar. Und jetzt ist es halt einfach wirklich so ein komplettes Sci-Fi-Ding irgendwie. Max. Ja, ich so, oh, ich hab mich nicht angeschnallt. Das hat keiner gesehen. Aber guck mal, wie nice. Lass mal mit so einem Schulbus fahren, Digga. Na, das ist hier Ding, den kannst du mieten. Scharfstellen. Da. Ah. Hot Girls. Voll geil, Alter. Also nicht die Girls, sondern der Bus. Also die Girls bestimmt auch, aber... Digga, das ist ein Partybus, Mann. Ja. Kann man mieten. Mach mal klar, Mann, für meinen Geburtstag.
Achso, nicht die Girls. Ich meinte den Bus. Ja, also das ist Stand der Dinge. Ich weiß, das ist überhaupt nicht irgendwie vielsagend. Ja, man will ja auch nichts spoilern. Ne? Nein, aber wenn ich dem Film eine Punktzahl geben müsste von irgendwie einer Skala 1 bis 10, würde ich ihn, glaube ich, so 3,5, 4 irgendwie so geben. Ganz nett, so richtig Pro-Basis. Ja, eine 5 vielleicht, ja. Also, aber wie gesagt, klein, gut. Das sind auch 4 Punkte, dann nur Visual Effects. Ja, na, also, ja, gefühlt hat man das von der Story schon mal erlebt, irgendwie so, ne? Auch dann diesen billigen möchte gern Cliffhanger am Ende nochmal so, dass es dann irgendwie doch weitergeht, ja. Und irgendwie, also weiß ich nicht. Das wird doch mal weitergehen. Also wenn man, wie gesagt, Bock auf Hirn aus Action hat und sowas, dann gerne anschauen. Was ziemlich cool ist, das kann man mal ganz kurz sagen, wir waren im Cinemax hier, die haben so geile VIP-Sitze, da kann man sich so richtig reinchillen, so nach hinten so legen, voll relaxed, Mann. Ja, also das wollte ich nur mal kurz loswerden. Ich weiß, das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich nichts sagen, was wir gerade gesagt haben, aber ist egal. Wir werden jetzt eine harte Fab-Party machen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Leute. Ciao. Du hast das letzte Wort. Ciao. Ciao. Ich bin Clint Eastwood.